Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze hier in meinem IS-3, so wie der Yoma in seinem Objekt 416. Moin. Moin. Wir befinden uns am Bergpass, sind Top-Tier. Und fahren rechts rum. Scorpion G ist Top-Clan. Hast du XOM jetzt eigentlich an, oder nicht? Und, was sagt das so? Ist ziemlich ausgeglichen. Okay. Gut, dann sollten wir ja vielleicht was machen können. Bin ja mal gespannt. Ich auch. Ich hab was gefunden. Ein lecker schmecker Crumble. Ah, ich bin hier nicht so dicht an dem Berg, Mann, Panther. Bis 3 schießt mit Gold. Warum? Die drücken hier, drücken wir mit. Au, jetzt bin ich. Ja, au, habe ich auch gerade gesagt oder gedacht. Na, ich kann nicht, ich habe nicht so viel Panzerung. Der S3 guckt in meine Richtung. Sehr schön. War stets bemüht. Der Joma. Der T28 Prott kann sein, dass der durchs Tal will. Jetzt aber drücken. Okay. S3 hat geschossen. Hat wieder geschossen, ne? Kurz mal überlegen, ob ich einen 46er schieße. Aber so war es, glaube ich, besser. Mein Fahrer ist auf jeden Fall wieder tot. Ah, verdammte Axt. Ach nee, mein Fahrer ist nicht tot, aber mein Motor ist kaputt. Fahr mal zurück, ja? Ja. Kommst du hiermit auf, ja, Christian, ne? Bitte? Oh, hilfst du dem S6, ja? Ich versuch's. Also, wie oft mich in letzter Zeit die S3-Kanone ärgert, ne? Das, finde ich schon fast ein bisschen gemein. Schon wieder. Es gibt es nicht! Leute! Bin auch noch offen. Los macht der Fokada.
Also der E6 macht das hier eindeutig besser als ich. Und ich komme auch noch nicht mal durch. Das ist schlecht. So, ich hab den erwischt. Aua. Ich bin ein bisschen überrascht. Ist der T28 Pot von vorne so hart? Ja, da musst du links und rechts von der Kanonenblende, siehst du so kleine Backen. Da kannst du gut reinschießen und ins Gold. Der hat ordentlich Panzerung. Okay. Noch ein Stück vor. Das war abzusehen. Ich hatte gedacht, dass man vielleicht am Kettenrad Schaden macht. Uns unter Wanne, glaube ich, Ben. Ne, ging gerade um VK. Achso. Aber der stand so blöd, dass ich da nur so ein Kettenrad gesehen habe. Ja, im Zweifelsfall, da müsste ich überall durchschießen. Ja, aber nicht da, wo ich gerade getroffen habe. Wieder nur die Kerl. Was bin ich eigentlich? Ich darf das nicht machen, Alter. Ich mache irgendwas verkehrt. Ich komme wieder zurück. Ich bin leider nicht so schnell. So, jetzt aber. Wer schießt denn jetzt noch auf mich? Ari? Nö, das war der VK. Oh, der kann es eigentlich drauf zufahren. Bin dabei. Der sollte dir keinen Schaden machen. Wo fahre ich denn hin? Ich hatte eben HE einmal geladen, weil ich den T28 zur Not sonst so rausgenommen hätte, Der hatte nur noch ein 40 hin. Ich komme langsam hinterhergekommen, ich habe bloß noch 40 HP. Gut, gut. Der wird irgendwo auf der Nullerlinie stehen, da auf dem Hügel oder so. Ja, wahrscheinlich. Oder oben auf dem, oder auf dem Berg. Wenn ich mal fragen darf, wie viel Schaden hast du? 1145. Ich glaube, das reicht. Reicht das? Muss ich überleben? Nee. Holte die Ari noch? Oh, schade. Nein. Ich hatte zwar geschossen, aber... Ich glaube, das könnte gereicht haben. Ja. Cool. Hat gereicht? Sehr schön. Was hast du gekriegt? Medium Panzer, die 13. Mission, das ist hier, verursachen sie mindestens 4000 Schadenspunkte. Auch im Zug geht das. Und Nebenbedingungen erzielen sie mindestens 5 höchsten Erfahrungen ihres Teams. Ah, und okay. Das gab dann, was gab das denn eigentlich? Weiß ich gar nicht, Sekunde. 50.000 und 750 Free XP. Ja, ist doch geil. Ja, bin ich auch. Und sonst, wie ist sonst gelaufen? Ganz schön. Oh, geht doch. Ja, wunderbar. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.